So, mal gucken, ob alle da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, sind alle Zuschauer da? Hallo! Ja, ist schön, wenn man alle kennt. Hallo, hier ist Robert Götz. Matuszewski, The Shadowman, knarrt sich mal in the house. Wer mich noch nie gesehen hat, jetzt zum allerersten Mal, da gibt es einige, dieses Video jetzt schauen, die denken sich, was ist das denn für ein komischer Typ? Bin kein komischer Typ. Ich bin Robert Götz, Matuszewski, The Facility Manager hier im Haus, ja, und ich bin für die ganz doll Linken, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von unserem sehr geschätzten, verehrten, vergötterten Präsident Frank-Walter Fischfilet, Steinmeier, der übrigens am 20. April, ach nein, am 17. April eine Auszeichnung verleiht an die Merkel Dr. Angela. Ja, ist übrigens 3 Tage, bevor es am 20. April zu den Feierlichkeiten kommt, ja, denen sie da huldigen, jetzt auch begehen, die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Straßenblockaden, nämlich 20. April. Da wird nämlich die Lost Generation feiern und zwar wird sie anfangen, ganz Berlin lahmzulegen. Ja, 3 Tage vorher kriegt Merkel Dr. Angela eine Auszeichnung. Zu diesem Thema, diesem Themenblock, habe ich ein Sondervideo auf meinem Zweitkanal Robert Götz Matuszewski Premiere gemacht. So, ich habe einen Schatten, weil jeder bei uns im Bundestag hat einen Schatten, es sei denn, er ist blau, aber nicht vom Alkohol. Und jetzt geht das los, ich habe hier nur gute Nachrichten. Und da starten wir gleich direkt mit der besten Nachricht überhaupt ever. Naja gut, jetzt fangen wir erstmal mit dem Großbrand in Hamburg. Feuerwehr immer noch vor Ort, ja, am Sonntag hat es da, Hasenfest-Sonntag, jetzt beinahe Ostersonntag. Hasenfest-Sonntag hat es da angefangen zu brennen, ganze Lagerhallen, ja, haben gebrannt, aber die Feuerwehr hat es jetzt im Griff. Es ist Dienstag, es schwelt bloß noch, ist alles gut, alles im Griff, danke an die Feuerwehr. Hier, Nachricht des Tages. Aufnahme von Geflüchteten, schreibt Fokus, sie meinen Flüchtlinge. Polizeigewerkschaft warnt Faeser vor offensichtlichem Realitätsverlust. Ich rufe mal Fokus zu. Offensichtlicher Realitätsverlust. Fokus, man kann nur etwas verlieren, was man vorher hatte. Ja, kann so einfach sein. Geht weiter. Jetzt kommt der Knaller. Der Stern. Kindheit ohne Erziehung, raus ohne Jacke, weil es das Kind will, wenn Eltern bewusst darauf verzichten zu erziehen. Kleine Nebenbemerkung an den Stern, weil es das Kind will. Ihr müsst Obacht geben, der Matteo-Aktivistmann wurde von einem Herrn Freisler, von einem Richter oder was auch immer in Berlin verurteilt, weil er gesagt hat zu einem Mann, der sich als Frau fühlt, also eine Frau ist, es fühlt sich heute als Frau und da hat das hohe Gericht, Alhamdulillah, gesagt, ja, es fühlt sich heute als Frau, das ist Entmenschlichung. Also, lieber Stern, ihr entmenschlicht ein Kind. Ihr könnt doch nicht einfach sagen, weil es das Kind will. Ja, ich würde mal sagen, liebes Gericht, den Stern müsst ihr sofort vor Gericht zerren. Die müssen auch 3.600 Euro zahlen. Ne? Weil wenn es sich heute als Frau fühlt, eine bestrafenswerte Aussage ist, ja, Entmenschlichung, dann ist ja auch dieses arme Kind hier entmenschlicht worden, oder? Aber ich schweife. Der Stern schreibt allen Ernstes einen Bericht über eine Mutter. Eine Mutter, ja. Die sagt, raus ohne Jacke, weil es das Kind will. Wenn Eltern bewusst darauf verzichten, Kinder zu erziehen. Unerzogen, das sind so Worte. Hier, die zentrale Idee war, dieser Haltung war, ist ein gewaltfreies, gleichwürdiges Miteinander, in dem Eltern ihre Machtposition bewusst reflektieren und nicht missbrauchen, um das So-Sein ihres Kindes zu formen. Böse Zungen sagen, selten wurde so viel Stuss, Schwachsinn, Unsinn und Geschwurbel in so wenige Worte gemeißelt, wie es der Stern hier schafft. Aber Freunde, ich wäre nicht Robert Götz, Matuszewski, wenn ich das nicht noch toppen würde, im positivsten Sinne. Der Stern sagt also hier, wir haben hier mal eine Mutter exemplarisch, die sagt hier, ja, Kinder bewusst ohne Erziehung und wie toll das ist. So. Auch im Stern habe ich folgenden Artikel gefunden mit einem sehr schönen Bild. Seht euch das Bild an, ja? Es ist eine ganz kleine Unordentlichkeit dort allein in der Küche. Stern, ich weiß, es ist schlimm. Mutter von 4 Kindern zeigt das unschöne Chaos in ihrem Haushalt.
Wir wissen jetzt nicht, ob das die gleiche Mutter ist, die sagt, raus ohne Jacke, weil es das Kind will, wenn Eltern bewusst darauf verzichten, zu erziehen. Ja. Ja, böse Zungen sagen, ja, ist ja auch gar nicht so wichtig, Erziehung, Erziehung, das sind so Worte. Wir sehen doch, was dabei rauskommt, wenn man Kinder nicht erzieht. Ja, ich sage nur Kevin Kühnert, ja, Ricarda Lang, ja, Robert Habeck, ja, Annalena Baerbock, ja, da noch unterstrichen mit einem progressiven Sprachtraining bei Annalena Baerbock. Das kommt dabei raus. Und dann ist doch gut. Christian Lindner. Also ich meine, wenn man Kinder nicht erzieht, dann kommt sowas Tolles dabei rum. Und ich meine, also ich bin dafür, dass wir jetzt alle unsere Kinder nicht mehr erziehen. Martina und ich, wir haben ja auch überlegt, ob wir uns Kinder anschaffen. Wir haben lange überlegt. Ja, wir haben lange überlegt. Aber wir haben uns dann darauf geeinigt, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, weil sie auch so schön ist und auch realistisch. Sie ist realistisch. Wir haben uns gesagt, wir wollen keine Kinder, ja. Wir haben einen Goldhamster. Ambrosius, ja. Der wird jetzt 2,5 Jahre alt. Aber Ambrosius muss man auch nicht erziehen, ne? Der macht alles von alleine, ja. Der kötelt da schön, ja. Und wenn man ihn so eine... Müsst ihr mal machen, wenn ihr einen Goldhamster habt. Schmeißt mal eine Papierserviette rein. Die kaut er auf und dann spuckt er sie wieder aus. Und dann wird aus so einer flachen Papierserviette ein riesengroßes Knäuel. Ist lustig. Und der kriegt von uns fast jeden Abend eine halbe Eierschale voll Bier. Ja, schläft er gut. So. Ich möchte mal Danke sagen an Jürgen und Rita Strunk von Herzen. Lieben, lieben Dank. Und Bruno Korter, was soll ich sagen? Danke, danke, danke. Und natürlich Christa und Helmut Schmidt. Danke. Ich wünsche frohes dann gehabt zu haben. Frohes Hasenfest gehabt zu haben. Walter Guidali grüßt uns aus Brasilien und wir grüßen den lieben Walter zurück. Danke für deinen Kommentar. Und Skynets World, danke für deinen Kommentar. Und jetzt haben wir was Schönes hier. Süddeutsche Zeitung. Querdenker-Szene demonstriert in der Innenstadt. 8. April 23. So, und danach? Friedensbewegung rückt nach rechts. Ostermärsche in München. Ja, ist doch klar, ja. Wer für den falschen Frieden auf die Straße geht, ist automatisch rechts. Oder, Martina? Ja, Martina versucht ganz leise, mucksmäuschenstill im Hintergrund irgendwas zu räumen hier im Bundestag. Ja, sie macht jetzt gerade einen Drucker auf, holt ein Blatt Papier raus und macht ihn ganz leise wieder zu. Ist zu. Freunde, in wenigen Stunden, kann ich jetzt sagen, ist es soweit. Unsere AKWs werden abgeschaltet. Endlich leben wir sicher und gesund. Freunde, ist das toll. Juhu, Alhamdulillah. Ja, danke an Robert Habeck und seine Vasallen. Toll, ihr seid richtig schlau, ja. Richtig schlau, ja. Und in den besetzten Gebieten, in Polen, also genau, ja, da in Polen, werden jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Atomkraftwerke neu gebaut. Made in Südkorea oder USA. Also nicht made in Germany. Also das Geld kann doch jetzt auch mal jemand anders verdienen, oder? Ja, jetzt gönnen wir doch mal den anderen Herstellern von Atomkraftwerken das Geld. Warum denn immer die Deutschen, ja? Böse Zungen sagen, Moment mal, wenn wenige Kilometer direkt vor der Landesgrenze der aktuellen von Bundland Atomkraftwerke stehen und noch neue dazugebaut werden, wo ist denn dann der sicherheitstechnische Aspekt, dass wir im Bundland die letzten Atomkraftwerke abschalten und uns nur auf Wind und Sonne verlassen und ein bisschen Restkohle, ja, ein bisschen Gas, ja, ist doch, wenn da ein Atomkraftwerk hops geht, dann ist das doch genauso gefährlich, ja, Freunde, das eine ist das eine und das andere ist das andere, ja, es sind polnische Atomkraftwerke, das wird schon gut gehen, so. Analyse von 2168 Maskenstudien zeigt verheerende gesundheitliche Schäden durch die Maske. Ich hatte heute Morgen bei Telegram gesagt, 2118 Studien, nein, es sind mehr, 2168 Maskenstudien. Grüße gehen raus an YouTube, könnt ihr euch noch erinnern, YouTube, die zensurfreiste Plattform der Welt, ja. YouTube hat ja im Interesse der Regierung, ja, staatskonform, vorwärts immer, rückwärts nimmer, ja, da würde auch eine andere Handbewegung sehr gut hinpassen. YouTube hat ja alles nicht gelöscht, was regierungskonform war und alles gelöscht, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Also YouTube hat ja allen Ernstes wirklich, also im positivsten Sinne, sowas hier vor einem Jahr hätte ich nicht mal aussprechen können, da wäre das Video schon gelöscht gewesen. Ja. Weil YouTube hat sich nämlich mit der Kanzlerin damals getroffen und die hat gesagt, ich befehle euch, ihr löscht alles, was Corona-kritisch ist. Haben sie auch gemacht, ja. Merkel Befehl, wir folgen. Es kann so einfach sein, ja. Aber ich finde ja YouTube toll. YouTube klasse, ja. Heute drosseln
sammeln Sie nur und blockieren Sie nur so einzelne Kommentare, löschen Sie, ja. Entfernen einfach mal Abonnements und auch sehr schön, ich habe noch so andere Kanäle, so ganz kleine, die sind natürlich nicht monetarisiert, ja, können Sie gar nicht, dafür sind Sie zu klein. Aber YouTube erlaubt sich einfach mal, Sie schalten da trotzdem Werbung, ja. Irgendeiner muss das Geld ja verdienen, ja, im Zweifelsfall in diesem Falle YouTube, schön, gefällt mir. Christian Lindner, Hashtag Lindner Ehrenmann, der hat mir diese gelbe Uhr geschenkt. Christian Lindner hat wieder einen rausgehauen hier. Wenn Freiheit und Rechte eingeschränkt werden, dürfen wir nie wegschauen oder schweigen. Nach wie vor ist US-Journalist Evan Gershkovich in russischer Haft. Seine Freilassung ist überfällig. Böse Zungen sagen, ey Lindner, halt die Fresse. Was ist denn mit Assange? Was ist denn mit dem Julian Assange? Setz dich doch mal für den ein. Wie wär's denn mal damit? Ja, du Liberaler. Das sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Und dann schreibt hier einer, hier, Lindner hat 687.000 Follower. Wo hat er denn die her? Egal. Und er bekommt für diesen Post nach 3 Tagen 442 Likes. Sein kritischer Post darunter hat 460 Likes bei 32.000 Followern. Bei Lindner aber 1.638 Kommentare, 99% negativ. Also gut, aber 1% positiv. Jetzt sind ja die guten 1%. Ja. Diese ganzen Hetzer hier, diese negativen, das ist alles russische Propaganda. Ist doch logisch. Jetzt kommt's. Kanada warnt. Kanada erwärmt sich 2-mal so schnell wie der Rest der Welt. Ich habe das gleich mal simultan übersetzt. Da ist die Nachricht. Freunde, Global Warming. Kanada erwärmt sich 2-mal so schnell wie der Rest der Welt. Schlimm. Studie. Neuengland is warming up faster than the rest of the world. Ja, Neuengland erwärmt sich schneller als der Rest der Welt. Na gut, außer Kanada. China is heating up twice as fast as the rest of the world. China erhitzt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Ja gut, okay, bis auf Kanada und Neuengland. Ja. Oh, Japan. Warming faster than the global average. Ja, Japan erwärmt sich schneller als der weltweite Durchschnitt. Naja, außer Kanada, Neuengland und China. Oh. Warum Singapur is heating up twice as fast as the rest of the world? Ja, warum erwärmt sich ausgerechnet Singapur doppelt so schnell wie der Rest der Welt? Naja, außer Kanada, Neuengland, China, Japan, ja. Oh. The Telegraph. Britain warming faster than average. England erwärmt sich schneller als der Durchschnitt. Naja, außer Kanada, Neuengland, ich muss jetzt doch mal nachgucken, ja. China, Japan, Singapur und hier, Schwedens Temperature is rising more than twice as fast as the global average. Ja, also in Schweden mehr als doppelt so schnell wie der Rest in der Welt, ja. Außer Kanada, ja, und Neuengland und Japan. Und China. Und Singapur. Was haben wir denn hier? Und Schweden. Und hier. Finnland is warming faster than the rest of the world. Ja. Also in Finnland ist das so, dass sich die Temperatur in Finnland mehr als doppelt so schnell erwärmt wie im Rest der Welt. Außer in Kanada. Und in Neuengland. Und in China. Und in Japan. Und in Singapur. Und in Großbritannien. Und in Schweden. Klimawandel. Deutschland erwärmt sich schneller als der Rest der Welt. Freunde, da merkt ihr mal, wie wichtig die Arbeiten von The Lost Generation sind, dass die etwas tun gegen die Klimaerwärmung. Ja, hier, Deutschland erwärmt sich doppelt so schnell als der Rest der Welt, also außer Kanada und Neuengland und China und Japan und Singapur und Großbritannien und Schweden und Finnland. Freunde, jetzt kommt was Schönes, ja. Der Dalai Lama, da ist er hier. Ich schiebe das nochmal auf Telegram hoch, schaut es euch an, ja. Der ist kinderlieb, ja, er mag sie, die Kinder. Und in diesem Falle hätte er dann gerne von diesem Kind noch einen Zungenkuss gehabt. Das Kind möchte das aber nicht. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, da geht's lang. Da ist doch, der Mann ist doch, das Wesen ist doch... Das ist doch genau der Richtige, der uns sagt, lasst euch impfen, oder? Ja, holt euch den Booster, ja. Man sieht doch, was dabei rauskommt, oder?
ausgestellt in Paris, im Palais de Tokio, Freunde. Schaut es euch an, ist wirklich wahr. Hier, ist nichts für schwache Nerven. In Paris, Palais de Tokio, ein sehr schönes Bild, Freunde. Passt so ein bisschen zum Dalai Lama, ja? Da geht's lang, im positivsten Sinne, Freunde. Bin zwar kein Till Schweiger-Fan, aber damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Was meint er denn? Ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde, dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen. Der soll weiter Kinderbücher schreiben, von Wirtschaft hat er keine Ahnung. Freunde, ist eine Unverschämtheit von dem Till Schweiger. Ja, also ist eine Unverschämtheit, ja. Unser Robby, Robert Habeck, allein der Vorname birgt doch schon für Qualität, ja. Natürlich hat er Ahnung von Wirtschaft. Gut, er hat kein Wissen, aber er hat Ahnungen, er hat so Ahnungen, ja. Also lass doch den Mann in Ruhe, ja. Die meisten Ukrainer, knapp 3 Millionen, sind nach Russland geflohen. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Ja, und wie gesagt, Verleihung des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Bundeskanzlerin AD Angela Merkel. 17. April, 18 Uhr, Schloss Bellevue. Ansprache bei der Verleihung des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung an Bundeskanzlerin AD Angela Merkel. So. Und darunter steht, 80.000 Menschen fordern den sofortigen Rücktritt der Bundesregierung wegen Amtsmissbrauch und Beteiligung an dem größten Verbrechen an der gesamten deutschen Bevölkerung. Ja, und da gibt es eine Demonstration an dem Tag, aber alles Murks. So, hier Regensburg, letzte Nachricht. Mann masturbiert am Bahnhof und brüllt Heil Hitler. Was denn sonst? Ja, was denn sonst ist? Es kann doch nur gestern. Jeder, der sowas macht, ja, ist NAZI, Freunde. Wisst ihr mal Bescheid? Da wisst ihr mal Bescheid, ja? Regensburg, ganz schlimm. Also es ist Regensburg, ganz braune Stadt. Prost. Grüße an dieser Stelle an Tina und Alex. So, auf dem Weg von München nach Erfurt wird übrigens bei unserer Roadshow Digitaler Chronist und ich uns auch der Weg nach Regensburg führen. Da machen wir aber kein Zuschauertreffen, aber wir werden da sein. Ja, ich finde, das war eine schöne Sendung. Sie ist noch nicht ganz zu Ende. Ich habe hier noch eine Bonusnachricht von Herrn Zelensky. Guter Mann. Zelensky, Slava Ukraina. Top. Und möchte aber euch erst noch mal bitten, guckt mal nach, ob euer Abo noch da ist. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und bis jetzt geguckt habt, freue ich mich über euer Abo. Schreibt mir einen schönen Kommentar. Sowohl Martina als auch ich, meine Frau Martina. Wir lesen eure Kommentare, selbstverständlich. Und Freunde, wenn ihr meine Arbeit mögt und mich wertschätzt, danke für eure Wertschätzung. Sie lebt von eurer Unterstützung. Danke an meine Unterstützer. Danke. PayPal und Konto hängt hier drunter. Ich mache jetzt weiter. Ihr macht weiter. Und wenn ihr gerade nicht gut drauf seid oder krank seid, werdet schnell wieder gesund. Aber ganz schnell. Wir brauchen euch. Und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft. Und wir halten zusammen, sehen uns live am 17. April vom Schloss Bellevue. Da freue ich mich schon. Ich werde da sein, kontrollieren, observieren, überwachen. Und ein schneller Gruß von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Und jetzt kommt Hoffnung zu Ostern. Also die Zeitung hier meinte natürlich zum Hasenfest. Zelensky will Frieden in einem Jahr. Lage im Überblick. Und den Überblick ersparen wir uns. Also, ja, immerhin. Also Herr Zelensky hat sich jetzt entschieden, wir machen Frieden in einem Jahr. Bis dahin wird noch ordentlich geballert und geschossen. Ja, kostet ja nichts. Ja, Geld kommt ja rein, Waffen kommen rein, Munition kommt rein. Und das Gute ist, der Robert Habeck, bester Wirtschaftsspezialist ever aller Zeiten, der hat ja gesagt, er sieht mal zu, was er besorgen kann. Ja, er hat überlegt, besorge ich mir erstmal Milch zu Hause, dass ich mein Müsli mal nicht mit Wasser essen muss? Nein, erstmal, Einkaufszettel, ja. Was steht da alles drauf? Ja, Milch, ja, so Müll wegbringen und so Abwasch machen so und Waffen besorgen. Machen wir erstmal Waffen besorgen. Das ist das Einfachste. Also Waffen besorgen ist ja spätestens seit Februar letzten Jahres, ist das Einfachste überhaupt am Schwarzmarkt, ja. Sind ja genügend unterwegs, Freunde, im positivsten Sinne. Schön, ich würde mal sagen, ihr macht euch jetzt einen tollen Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das Video seht und eine gute Nacht später. Wenn ihr das Video morgen früh seht, also dann ist jetzt heute, wünsche ich euch einen schönen Mittwochmorgen. Macht das gut und nicht vergessen, The Shadow Man, Robert Götz, Matuszewski hat euch lieb. Punkt. Aus. Ende. Es geht weiter. So. Und jetzt knarre ich mich aus dem Bild. The Shadow Man knarrt out of the video oder so ähnlich. Knarren gegen Putin. Also wer mich hier nicht kennt, hier wird nicht geölt. Ah, Putin schlecht. Wladimir Putin. Vlad, der Fehler. Ja. Zelensky gut, EU gut, NATO gut, von der Leyen gut, Merkel gut, Scholz gut, Baerbock gut, Habeck gut, alle gut. Ja. AfD schlecht, Trump schlecht, Assad schlecht.